Wie bekommen wir warmes Wasser in Küche und Nasszelle? Hier unsere Tipps dazu. So, wie bekomme ich warmes Wasser im Wohnmobil? Dazu muss ich zunächst den Boiler füllen, indem ich den Frostwächter zudrehe und den blauen Knopf reindrücke. Der Defroster ist dafür da, dass es, falls es draußen gefrieren sollte, der automatisch aufgeht, damit der Boiler nicht einfrieren kann. Sobald ich den Defroster geschlossen habe, kann ich im Wasserhahn in der Küche oder im Badezimmer auf der Position heiß das Wasser des Boilers füllen. Und wenn dieser durchgehend läuft, ist der Boiler gefüllt. Das Erhitzen des Wassers funktioniert nur über Gas. Schalten Sie am Bordpanel Ihr 12 Volt ein, drehen Sie den Gashaupthahn in die Vertikale, nehmen Sie den äußeren Drehregler und stellen Sie ihn auf Warmwasser 40 Grad oder Warmwasser 60 Grad und als dritte Funktion Warmwasser 60 Grad und Heizung kombiniert. Und somit bekomme ich nach 20 bis 30 Minuten warmes Wasser aus meinen Leitungen. Um die Dusche vorzubereiten, werden die Sicherheitsbänder an den Druckknöpfen gelöst. Wenn Sie das getan haben, können Sie die Türen zusammenklappen. Bei manchen Modellen muss vorher eine hölzerne Platte entfernt werden, welche auf dem Boden der Dusche liegt.